schönen Nachmittag. Eltern erzählen ihren Kindern gerne, dass sie alles werden können, wenn sie nur fleißig sind und hart dafür arbeiten. Aber die Realität sieht dann doch ein bisschen anders aus, denn Chancen am Arbeitsmarkt hat einfach nicht jeder, zumindest nicht dieselben. Karriere machen kann eben nicht jeder, darüber reden wir die kommende Stunde. Er hat aber Karriere gemacht und ich bin sehr stolz und fühle mich sehr geehrt, dass er heute die lange Reise aus der Schweiz auf sich genommen hat, zu uns gekommen ist. Ein echter Multimillionär, der Burt Reynolds der Alpen. Hier ist Hausi Leutenegger. Hallo, da. Bitte. Schön, dass du da bist. Mach es dir bequem, lieber Hausi. Ich muss dich gleich einmal fragen, woher der Spitzname Hausi kommt. Das ging so. In jungen Jahren war ich Radrennkämpfer. Dann hat man gesagt, der Hausi. Dann habe ich die Goldmedaille gewonnen im Golf, im Bob. Dann habe ich Goldhausi geheißen. Okay. Und da war ich beim Film. In der Filmerei mit Kinski, mit allen, hat man gesagt, der Filmhausi. Und das ist der große Name der Schweizer. Man sagt man nicht Hans, nicht Johann, man sagt man Hausi. Okay. Du bist als fünftes Kind einer kinderreichen Familie aufgewachsen. Ihr wart nicht die Reichsten. Kinderreich, aber nicht reich, gell? Wir waren 8 Kinder. Kleinbauern, gut. Mein Vater musste hart arbeiten, dass er 8 Kinder durch bringen konnte. Und ich kam auf 5. Stelle. Ja. Ich habe schnell gemerkt und gewusst, was ich will. Ich war in der Schule nicht der Beste, aber ich war ein guter Rechner. Aber dann wollte ich schnell Geld verdienen. Und ich wollte reich werden. Wann wusstest du denn, dass du reich werden wolltest? Das merkte ich. Wenn du jeden Tag hörst zu Hause, die Mutter hat zu viel Geld gebraucht. Wir haben genügend Essen, also wir haben gut gelebt, aber nur ganz normal. Und immer Streik gab es nur wegen Geld. Ende Monat war kein Geld da. 8 Kinder. Da habe ich gewusst, zu meinem jüngeren Bruder, Hugo, ich kam an 5. Stelle, am 4. Ich, Hugo, wir zwei werden reich. Und wir gehen weg von hier. Und Hugo hat das auch gemacht mit mir. Wie bist du reich geworden? Womit? Ja, das ist ganz einfach. Also reich werden kann jeder, aber reich bleiben, das ist die große Kunst, reich zu bleiben. Nein, ich lehrte Schlosser. Sie wollte mich in die Schule schicken, ich war zu dumm. Sie wollte in die Abendschule, mein Chef wollte mich in die Firma Sulzer schicken. Ja. Da hat mir nicht gepasst, ich war ein guter Sportler. Und da haben sie mich nach Genf geschickt, nach Genf, um Französisch zu lernen. Und in Genf, das war eine Weltreise, von Deutschschweiz nach Genf war, in diesen Jahren, als ich jung war, das ist lange Zeit her, da war noch eine Reise. Und dort habe ich sofort gesehen, ich musste bei reichen Leuten die Heizungen im Winter anmachen wieder. Ich war Monteur. Und dort habe ich gesehen, wie die Reichen mit den Leuten umgehen. Einmal nett, einmal schlecht, einmal 2 Franken Trinkgeld. Und dann bin ich aber dann schnell, ich hätte retour gehen müssen in die Hauptfirma in die Schweiz, also nach Winterthur. Und dann habe ich 2 Skilehrer kennengelernt, aus Lech am Malberg, Gott sei Dank. Und die haben mir gesagt, Hans, was machst du? Kannst du Skilaufen, Hansel? Ja. Ich bin Skiläufer, ich kann Skifahren. Bin mit den Skiläufer gegangen nach Chamonix und da haben sie gesagt, du Hansel, du fährst Ski wie mir. Komm mit uns nach Alberg als Skilehrer, als Kinderskilehrer. Und dann bin ich abgehauen mit denen 2 statt in die Mutterfirma Retto nach Winterthur. Bin ich ein Winter Kinderskilehrer gewesen, Portier für alles, habe Pferde rumgefahren, die Leute hinter drauf geladen. Aber es war eine gute, habe kein Geld verdient, wenig, aber ich konnte gut leben. Und dann habe ich alle Jobs gemacht als Vertreter und dann bin ich ins Ausland. Habe ich anwerben lassen als Monteur für einen großen Konzern in der Schweiz, kam nach Holland und nach einem Jahr in Holland habe ich dann keinen Spitzensport getrieben da unten, ich hatte keine Gelegenheit und dann habe ich kennengelernt von der Konservenfabrik der Junior, der Junge,
mein reicher Sohn, hat mich angefreundet und der hat Hans, wir haben ein Problem in Jamaika. Das war 64. Das war eine Jamaika war eine bin nach dem Mond, die Begleichung, wo der Mond raufgeist. Alles liegen lassen und bin für 6 Monate nach Kingston, Montego Bay, Rocheríos und habe mit den Schwarzen, darf ich nicht anders sagen, die Schwarzen mit 10, habe ich müssen für die Wassersprinkleranlagen Leitungen verlegen. Aber bevor ich gegangen bin, habe ich eine Freundin kennengelernt, die habe vorher schon ein Passant gekannt und die hat gesagt, Hans, überleg dir's. Wenn du bis Ende Jahr nicht retto bist, läut mich ja nie mehr an. Ich will ja nichts mehr hören von dir. Und ich kam mich retto und habe die Firma Hans Leutniger gegründet. Eine Firma für Revisionen von Maschinen. Jeden Montag hat er zu mir gesagt, Herr Leutniger, noch 2 Mann, wie Sie sind. Plötzlich waren 30 Mann da. Alles von mir angestellt. Also mit 25 Jahren habe ich angefangen. Mit 30 war ich Millionär. Sie haben mir das Geld nachgeworfen. Ich habe nie gesagt, was ich haben muss. Sie haben mir gesagt, Herr Leutniger, machen Sie, wir zahlen Ihnen das. Und dann habe ich den Spitzensport getrieben, habe trainiert nebenbei und plötzlich war ich Olympiasieger. 72 im Viererbob in Sapporo, Japan, wo der liebe Freund Karl Schranz nicht mitfahren durfte. Das war ein Trauma. Ja. Und dann natürlich durch diesen Effekt vom Olympiasieg. Das war erfolgreich. Die Schweiz haben ein erfolgreiches Jahr gehabt. Sie haben 10 Medaillen gewonnen. Die Nadik hat die Brüll geschlagen 2-mal. Das war schlimm. Nein, und dann kam der Schneeballeffekt. Der Name wurde immer größer und das Geld kam vom Dach runter. Es kam einfach rein und ich habe einen seriösen Job. Und ich sage jedem, der Erfolg haben will, einen geraden Weg. Einen Weg geradeaus. Nicht links, nicht rechts. Und man muss, glaube ich, bereit sein, Opfer zu bringen. Nicht jeder hätte gesagt, ich fahre jetzt nach Jamaika und mach dies und mach das. Ne? Und geh weg. Man muss natürlich auch sehr viel tun dafür. Tag und Nacht war ich unterwegs. Und natürlich waren nicht nur Glücksmomente. Aber zu ist wieder ein Arbeiter von mir tödlich verunglückt. Unfall auf der Baustelle. Das war auch wieder. Aber mein Leben ist die Verantwortung meinen Leuten gegenüber. Meine Firma wurde immer größer und größer. Es waren 200 Leute, waren 400 Leute. Wurde immer größer und größer. Die Verantwortung hat mich gezwungen. Immer. Du bist schon immer den Weg gegangen. Aber da war Olympiasieger und Spitzensport. Dann war Film. Aber das ist ja trotzdem nicht gerade Weg. Das sind ja Abbiegungen, aber hallo. Ja. Also so, ich habe alle meine Freunde, Jugendfreunde, in meine Firma genommen. Und die Jugendfreunde, die haben für mich alles gemacht. Ich habe sie gut bezahlt. Ich war immer jeder Schweizer weiß das. Haus Leutniger ist ein großzügiger Mann. Ich habe sie auch gut entlöhnt. Und die Leute haben für mich gearbeitet. Und ich habe jedem gesagt, immer jedem, du bist der Beste, ich brauche dich. Hat das nicht gehört? Mann, du bist der Allerbeste, ich brauche dich. Man muss die Leute loben. Loben kostet nichts. Leute rühmen und loben. Und das konnte ich dann. Und dann natürlich, eines Tages war ich beim Film. Eines Tages war ich in Hollywood. Entschuldige. Also, eines Tages bist du aufgewacht und warst in Hollywood? Ja, die Filme Kommando Leopard, Commander. Ich habe ja mit allen Weltstars gedreht. Ich habe den ersten Film mit Klaus Kinski. Ich war der Leutnant von Klaus Kinski im Kommando Leopard. Das war ein Weltrenner, das war ein Actionfilm. Kinski kennt keiner so gut. Du hast ja gesehen, das hat er gezeigt. Ich war mit ihm auf Promotion-Tour. Ja. Dann habe ich Commander gedreht, Heulende Wölfe, dort gedreht. Ich konnte von der Firma weggehen. Ich konnte, weil ich gute Leute hatte. Ich hatte ganz gute Leute um mich herum. Da ist er gestanden, in einem der Zeitungsausschnitte, die du mir gezeigt hast, ich könnte mir vorstellen, der nächste James Bond zu werden. Ehrlich gesagt, ich auch. Aber es ist nichts geworden.
Ich habe auch mit dem Walz gedreht. Er stand noch hinter mir. Und zwar im Wickerden Day, einem amerikanischen Spielfilm. Er war noch hinter auf dem Plakat, hinter mir. Und zwar 1987 in Berner Oberland. Ist das Nein, James Bond, ich war auf der Liste bei Bruckeli. Sie waren zwei Brüder. Ich war Olympiasieger. Ja. Hat da mir noch gut ausgesehen. Ja. Eine Figur gehabt, ja. Da. Immer noch. Dann, also, ja. Und dann haben sie, aber mein Englisch, leider, ich spreche ein paar Sprachen, aber habe leider keine perfekt gelernt. Wenn mein Englisch perfekt gewesen wäre, wäre ich 87 James Bond geworden. Aber es hat nicht gereicht und mir ist es egal heute. Ja, ja, bei dir. Du bist halt nicht da bei dir. Du hast ja, du hast. Ich bin nicht bei dir, das ist auch wichtig. Ich kann nicht hier sein. Ja, ja, ja. Richtig. Ja. Nein, ja, das macht mir aber auch, hier zu sein. Nein. Ja. Und Österreich liegt mir am Herzen. Schön. Ah, okay. Was war denn mit dem Privatleben? Also Privatleben, das ging so. Ich habe dann diese Freundin geheiratet. Ja, und die gewartet hat. Ja, gewartet. Ja. Ein ganz netter, sauberer Mensch. Ja. Wir haben eine gute Ehe geführt, zwei Kinder. Gut erzogene Kinder sind bei mir und der Firma. Nette Leute, ganz nette Leute. Hochintelligent, gescheiter als ich. Die haben die Sprache perfekt gelernt. Aber die Ehe wurde natürlich dann durch den ganzen Zirkus um meine Person. Und wenn ein Mann so will um die Welt rumfliegt, die Versuchungen sind groß. Und meine Ehe war lange, lange Jahre gut, sehr gut. Und als dann ein bisschen die Risse kamen, ist meine Frau krank geworden. Sie hat einen Tumor erlitten und ist gestorben am Tumor. Ich habe sie aber gepflegt bis zum Schluss. Aber die Ehe ging natürlich schon. Sie lernt ein einfaches Männchen kennen, ein einfaches Haus. Sie war Telefonistin und der führt so einen Zirkus auf. Das ist schon eine Umstellung. Wir haben die 25 wunderschöne Jahre gehabt. Aber durch die ganze Filmerei hat es schon ein bisschen Risse gegeben. Und dann ist sie aber meine Frau leider dann gestorben an Hirntumor. Aber du sprichst sehr schön über sie. Also, sie war ein wunderbarer Mensch, sie war eine gute Mutter. Mhm. Aber das ist einfach so, etwas, wenn man Erfolg hat, etwas bleibt liegen. Jeder Mensch, der Erfolg hat, und wo so, er hat irgendwas, ein schwacher Punkt, hat auch ich einen schwachen Punkt. Ich weiß, wo er war. Ich war mit allen Leuten immer nett und großzügig. Am Privatleben, da habe ich schon übertrieben. Und eigentlich auch so. Du wirst reich. Mit 20 Jahren war mein Lohn 1000 Schweizer Franken. Mit 30 Jahren war ich schon Millionär. Das ist schon eine Umstellung. Ja, kann man, ja. Und immer, wenn ich in Größewahn kam, der Größewahn kam von mir, der Hallo. Jeder hat dich gelobt, du warst der Beste, der Schönste, alles. Dann kam ein Tiefschlag. Meine Tochter vom Pferd gestürzt, schwerer Unfall, ganz schwer. Hirnverletzung, kam davon. Dann wieder ein Mund. Ja, ja, ich würde nur sagen, du hast im Leben schon Willen und Kraft und Geduld und Ding, aber du hattest auch die Schutzengel und Glück. Weil wenn du sagst, Hausi, jeder kann reich werden, du sagst, jeder kann es. Kann es wirklich jeder? Ich sage immer wieder, dass ich habe viele Vorträge. Ich gehöre zu den bestbezahlten Vorträgerinnen in der Schweiz, aber ich gebe das Geld immer weiter, ich brauche das Geld nicht, ich habe genügend. Jeder Mensch hat irgendwo eine Kraft. Eine Stärke. Der kann irgendwo was, wo nur er kann. Und wenn er das ausfindet, dann kann man reich werden. Aber man darf sich vom Geld nicht verrückt machen lassen. Ich habe viele erlebt in der Schweiz, sind reich geworden, nach 5 Jahren hatten sie nichts mehr. Mich hat das Geld nie verrückt gemacht, aus dem Grund, ich habe Verantwortung getragen. Salär, ohne Banken, habe nie, jeder Schweizer weiß, ich habe nie von der Bank Geld gehabt. Nie einen Kredit. Auf das bin ich stolz. Das glaube ich dir. Ja. Und in Zeiten wie diesen. Ja. Aber das ist... Du sagst, du kommst aus einer armen Familie. Und wie du sagst, das muss man auch einmal backen. Das muss man auch einmal verstehen. Das muss man einmal, das ist viele Geld. Mich hat das Geld in dem Sinn nicht verrückt gemacht, obwohl ich viel Geld verdient habe, weil immer die Firma größer wurde. Ich wusste,
Ich muss diese Leute, da waren junge Leute, wo diese Familien fährt. Ich habe die Verantwortung für diese Leute immer mit mir getragen. Mhm. Ich musste sie nicht enttäuschen. Sind die alle Jugendfreunde, die kamen zu mir in die Firma, in die Büro, die haben die Firma dirigiert, die haben Familien aufgebaut. Ich habe gewusst, wenn ich falsch bockere, dann sind diese Leute arbeitslos. Und das ist mir nie passiert. Meine Firma ist jetzt 50 Jahre alt geworden. Nie ein Bankkredit. Alle Banker der Schweiz hören zu. Ich schimpfe immer über die Banken, weil die Banken nicht immer ganz so sind, wie sie sind. Hat gute Banken. Aber ich habe immer gewusst, die Verantwortung. Ich wollte ja nicht so groß werden. Wer hat das gesagt, dass ich mal Olympiasieger werde? Wer hat das gedacht, dass ich mal im Film bin, in Hollywood bin, in Philippinen drehe, in Hongkong drehe? Das kam mir alles unvorgesehen. Darf ich dir meinen nächsten Gast neben mich setzen? Weil der ist genau das passiert. Nämlich, dass jemand die Verantwortung nicht getragen hat oder tragen wollte, weil sie dann die Jobs verloren hat. Und sie sagt, nämlich die liebe Sissi, dass sie Karriere um jeden Preis gar nicht machen möchte. Hier ist die Sissi. Sissi, hallo. Du sagst Karriere machen, nein danke, das möchtest du gar nicht. Obwohl du es aber könntest. Ich habe laut Hause. Ja? Ich habe es gekonnt. Ich würde es heute nicht mehr machen. Weil, das ist richtig. Was ist anders? Was ist anders? Mir sind meine Kinder wichtiger. Ich sehe es jetzt von einem anderen, aus einem anderen Bild einfach. Ich wollte als junge Frau, ich bin Verkäuferin, habe Verkäuferin gelernt und habe mir immer gesagt, du bleibst da nicht stehen, ein Stück weiter. Es war so der Kitzel, was kannst du? Du kannst doch mehr. Ne? Und habe es dahin dann auch gebracht. War stolz, war glücklich, habe dann meinen ersten Sohn bekommen. Ja, und habe dann gewechselt in die Branche Bekleidung, weil ich gesagt habe, ich will einmal ein bisschen was anderes machen. Ja. Bin durch Zufall eigentlich darüber gestolpert und wurde nach 2 Wochen, nachdem ich dort Verkäuferin war, gefragt, ob ich nicht eine Filiale leiten möchte. Und ich habe gesagt, okay, ja. Ja, so fängt es an. Ne? Langsam hat es dann angefangen. Ja. Genau. Habe aber einen zweiten kleinen Sohn gehabt und somit war das, der war am Abend beim Papa. Ich habe gearbeitet bis 19 Uhr, bin gegen 20 Uhr heimgekommen, Kind hat geschlafen. Beim Größeren war es ein bisschen leichter, aber den Kleinen habe ich eigentlich nie nicht erlebt, die wichtigsten Momente. Genau, das nicht hat der Papa erlebt. Ja, wir hatten dann leider Gottes die Trennung, das ist dazugekommen. Die Kinder waren dann bei mir. Und dann hat das Ganze angefangen, wie tust du weiter? Wie tust du alleine weiter? Das ist auch ein Punkt. Das ist ein riesengroßer Punkt. Wenn du Frauen, Hilfe Frauen, nicht hast, der Partner ist weg, wie handelt man das dann wirklich mit 2 Kindern? Es ist das Umfeld, ist natürlich enorm wichtig. Und wenn das Umfeld nicht mehr stimmt, dann geht man schon, ist das so schlimm. Und ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber es ist bei uns definitiv so, dass die Frauen nicht dieselben Karrierechancen haben. Es sind Kinderfamilien, sie verdienen weniger, ich glaube ein Viertel weniger. Sicher. Die Chancen sind nicht so gegeben für eine Frau jetzt. Es ist besser geworden. Mhm. Es gibt in der Schweiz sehr viele Frauen, die heute an der Spitze sind. Es kommt immer darauf an, wo und was man tut und was man macht. Ja, und welche Unterstützung man auch hat. Und ich finde immer generell, ein Mann hat es leichter. Ja, aber das sagt der Hause, man muss immer wissen, immer gerade den Weg gehen. Ne? Und das Umfeld muss stimmen. Ja. Und wenn man Erfolg hat, der Erfolg nicht allein, die Leute am Erfolg mitteilen lassen, mitmachen lassen. Nur du hättest dann zum Beispiel, hättest du, rein theoretisch, arbeiten, 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 Kindermädchen nehmen für die Kinder, arbeiten, arbeiten, aber das wäre dann nicht deins. Das ist nicht meins, aber da hätte ich keine Kinder gebraucht. Also das ist, ich habe da schon wirklich abgesteckt, wie weit
will ich das machen? Wie, weil, freilich gibt es eine irrsinnige Kraft irgendwo, ne? Wenn du sagst, na, okay, ich schaffe es ja weiter. Ja? Aber es war dann trotzdem immer irgendwo der Hintergrund so, ich will ja von meinen Kindern auch was haben. Genau. Na? Wir reden gleich weiter, wie es dann weitergegangen ist. Ich hole trotzdem jetzt die Romana dazu, weil noch eine Frau für den Hausärzt auf der Bühne. Romana, die nämlich sagt, Frauen können sehr wohl Karriere machen, sie sollten nur bitte öfter mal ihre weiblichen Reize einsetzen. Hier ist die Romana. Du brauchst Emanzipation gar nicht. Nein. Nein? Ich sage jetzt einmal, wir Frauen haben andere Waffen, die was wir viel besser einsetzen könnten. Es aber nicht immer tun? Nein. Und vor allem, welche Waffen sind das? Ich denke jetzt einfach mal mit Scham oder Fingerspitzengefühl einfach. Und dir ist auch Karriere wichtig? Weil du hast ja auch 4 Kinder. Ja. Und trotzdem hast du Karriere gemacht? Ja. Wobei ich sagen muss, es ist... Was unterscheidet euch? Es ist schon sicherlich nicht so leicht. Und ich glaube, es braucht schon auch Mut, Hartnäckigkeit und Ausdauer. Du warst dir nie zu schade für irgendetwas, gell? Nein. Ich habe relativ klein angefangen eben und... Ja, wie man so schön sagt, sich hinaufgearbeitet. Wie gefällt dir denn die Geschichte vom Hause? Gut. Das ist natürlich auch, wenn jemand 4 Kinder hat. Ich bin ja nicht, ich sage ab und zu im Fernsehen, sage, die Frau gehört ein Herr, das passt nicht alle manchmal, darum sage ich es jetzt nicht mehr. Aber mit 4 Kindern, eine Mutter ist enorm, ist wichtiger als der Vater. Und eins ist einfach so, die Männer sind stärker als die Frauen. Psychisch stärker. Und die Frauen sind anders im Geschäftsleben. Manche also, Männer haben ein Problem damit, mit erfolgreichen gut. Frauen. Der Mann hat immer Probleme mit einer Frau. Man hat immer ein bisschen Probleme. Ja, das ist ja, so. Ja, man hat immer ein bisschen Probleme. Die Frau macht immer ein bisschen Probleme. Das ist einfach so. Das gehört zu der Waffe. Das ist einfach so. Also ich habe kein Problem, aber ich habe auch Probleme. Aber die Frauen machen ein mehr Probleme. Aber würde das bedeuten, Hausi, dass wenn eine Frau Karriere macht, dann sollte sie sich fast entscheiden, Karriere oder Familie? Und wenn Familie, muss sie das ganz genau planen, dass das halt... Also ich glaube schon, wenn eine Frau Karriere machen will, soll sie den Kinderwunsch ein bisschen retter stellen. Man sieht jetzt die jungen Frauen, ich beobachte die jungen Frauen in der Schweiz, wo Golfplätze Karriere machen, die haben, also entweder hat man Kinder oder Karriere, weil die Kinder brauchen die Mutter. Mhm. Mutter ist wichtiger als der Vater. Wenn sie älter werden, geht es besser. Mhm. Aber wenn meine Kinder klein waren, war ich immer unterwegs. Aber als sie größer wurden, waren sie mit mir. Mhm. Aber als sie klein waren, waren sie immer bei Mutter. Ich denke auch, dass halt, solange die Kinder klein sind, dass es sicherlich wichtig ist, dass die Mutter da ist. Aber wie es bei mir ist, meine Kinder haben schon ein gewisses Alter. Und ich muss eines dazu sagen, dass einfach ohne Familie, sprich Oma, Opa, die größeren Geschwister. Das ist schon eine sehr, sehr große Hilfe, wenn man da einfach den Babysitter hat. Das ist aber würdest du sagen, das, was der Hausi gesagt hat, jeder kann Karriere machen, jeder kann reich werden, wenn er will. Oder kann es einfach nicht jeder? Nein, ich denke nicht, dass das für jeden was ist, weil es gibt einfach vom Typus ja Menschen, die was sagen, ich gehe um 8 ins Büro und will um 5 für die Tür zu machen. Und das ist halt bei uns Selbstständigen, sage ich jetzt einmal, schwierig. Ne? Schwierig, ja, weil du kannst nicht einfach dann abschalten. Es ist anders, ja, als wenn ich halt wirklich meine 8 Stunden im Büro mache und die Türe zumache und sage, es ist vorbei. Ich bin schon so gespannt, was meine Gäste auf der Bühne zu
einer Dame sagen werden, die gleich zu uns stoßen wird. Sie hat den Job als Vermögensberaterin aufgegeben, und sich, Achtung, vom Staat einfach abgemeldet. Was dahinter steckt, werden wir gleich erfahren. Jäger und Gejagte. Die unglaublichen Strategien der Tiere. List, Geschwindigkeit, Teamwork, Geduld. Die neue sensationelle BBC-Serie in Universum. Auf der Lauer. Ab heute 20.15 Uhr in ORF 2. Herzlich willkommen zurück. Karriere machen kann nicht jeder, ist mein Thema heute Nachmittag. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn Sie von Anfang an zugeschaut haben, dann haben Sie Ihr Hausi Leutenegger schon kennengelernt und wahrscheinlich aufmerksam zugehört, sofern Sie vielleicht die Idee haben, reich zu werden. Denn Hausi sagt, wenn man geradewegs ehrlich, verantwortungsbewusst seinen Weg geht, dann kann man es schaffen. Sisi ist nicht ganz der Meinung, weil als Mutter möchte man sich dann doch den Kindern widmen und für die Kinder da sein. Romana hat es auch geschafft. Irgendwie geht sie das halt aus, ne? So halbwegs mit Karriere und Kind. Und jetzt kommt David, der auch überzeugt ist, dass man mit Fleiß und eisernem Willen Karriere machen kann. Hier ist der David. Hallo, grüß Gott. Servus, Herr. Die Herren haben sich schon kennengelernt, ja, ja, im Gästeraum. Ich muss sagen, es ist eine besondere Freude, hier heute sein, ja, zu dürfen. Das freut mich auch. Das ist einmal das Erste. Meine Großmutter schaut heute herunter, weil die hat immer die Barbara Kalisch-Show war Pflicht-Show. Also das war, da weiß ich sogar, welchen Zwieback sie dazu gegessen hat. Und auch den Hause kennenzulernen, ja, war jetzt wirklich eine eindrucksvolle Geschichte, weil wir haben ein bisschen Gelegenheit. Ein netter Kerl. Danke vielmals. Wir haben ein bisschen Zeit gehabt, ein bisschen miteinander zu plaudern. Aber ist beeindruckend und zu solchen Leuten schaut man natürlich gern auf und ist wirklich beeindruckend, auch für mich, der ja im Anfangsstadium des Aufbauens ist. Aber schon sehr viele, auch sehr reiche Menschen kennengelernt haben. Ja. Sag, wie viele Krankenstandstage hattest du? Null. 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 Ich bin heute 32 Jahre alt. Ich komme aus einer Gastronomie aus Kärnten und musste mit 13, 14 damals schon arbeiten, auch zu Uhrzeiten. Aber Moment, du musst in den letzten Jahren einmal krank gewesen sein. Grippe, Erkältung, naja, schon. Bauchweh. Krank schon, aber ich sage einmal, es ist immer die Frage, was ist mein Einsatz dafür, dass ich meine Ziele erreiche? Und dann muss ich dann halt einfach auch in einen sauren Apfel beißen und einfach sagen, okay, ich gebe jetzt Gas, weil ich will das und das erreichen. Nennen wir es jetzt für Kärntner Verhältnisse, zugerasten Familie. Meine Großmutter kam aus Kleinwarasdorf im Burgenland. Die Familie meines Großvaters hat gehabt eine Stickerei, eine Näherei in der Goldschlagstraße 28, klassische Wiener Verhältnisse, Zimmer, Küche, Kabinett, mhm, wunderbar. Und er war halt Zuckerbäcker. So, und dann, mein Großvater wurde dann einberufen, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Die hätten damals den Krieg gar nicht überlebt, ohne die Landwirtschaft meiner Großmutter damals aus Kleinwarasdorf, wo es halt mit Surfleisch und so weiter versorgt worden ist. Ja. Ja? Und Eier. Ja? Eier. Also, und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass meine Großmutter mir gesagt hat, David, ich hab den Schilling für die Wurstsemmel nicht gehabt. Wir haben es einfach nicht gehabt. Und das hat dann doch bleibende Eindrücke bei mir hinterlassen. Und meine Großeltern sind dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem Koffer abgepascht nach Velden am Wörthersee. Velden am Wörthersee. Ja, wow. So, und wurden in der Steier, sind mit dem Zug gefahren und wurden aufgemacht. Also Koffer aufmachen, was ist da drin? Und das Einzige, was drin war, waren Butterbrösel.
Und die haben sich gedacht, die sind komplett deppert, was machen die, ja, was machen die mit Butterbröseln? Und was ist passiert? Mein Großvater hat damit den ersten Apfelstrudel im September 1945 in Kärnten gemacht. Und aus dem ist dann in weiterer Folge eine Konditorei-Imperium für Kärntner Verhältnisse entstanden, mit bis zu 150 Mitarbeitern. Und um das zurückzuholen auf meine Person und warum ich sage mit 50, mein Ziel war immer Unabhängigkeit. Deswegen habe ich auch ich war in meiner Schulzeit, bitte nicht nachmachen, genau eine Stunde über das anwesend, dass mir die Schulleitung rausgeworfen hat, weil mir die Unabhängigkeit von meinen Eltern so wichtig war, dass ich immer gearbeitet habe. Ich habe Überraschungseier aus Italien mitgenommen, da zusammengebaut und dann am Flohmarkt verkauft, weil bei uns hätte es das 3-4-fache zum damaligen Zeitpunkt gekostet. Ich war mit 15, 16 jedes Wochenende am Flohmarkt, da hat es irgendeinen Altweinhändler gegeben, wo ich das Zeug zusammengekauft habe, dass ich dann irgendwem anderen weiterverkauft habe und bin dann, kenne dann die Kehrtwende auch, wie ich dann 2004 nach Wien gekommen bin, was es heißt, mit sehr wenig auszukommen, weil ich habe damals da war ich noch nicht fix angestellt, aber sage jetzt einmal zur Verfügung, 8.000 Schilling im Monat, da sind draufgegangen 6.500 Schilling für Miete, Lebenskosten etc. Und dann galt es mit dem Rest irgendwie auszukommen. Und ich weiß, was es heißt, im Bermuda-Dreieck die Getränke anderer auszutrinken. Ich weiß, was es heißt, aus Stolz heraus, und ich wollte meine Eltern nicht anrufen und ich wollte mich bei niemandem melden, dass ich sage, ich brauche irgendwas. Ich weiß, was es heißt, mit Daumen mal Pi 30 Schilling am Tag auszukommen oder 50 Schilling, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Betrag. Ich habe mir gekauft das große Baguette, habe mir geholt den Wollner Aufstrich, halb Liter und das ist in zwei Rationen über den Tag. Aber wenigstens ein Baguette. Klasse. Aber wenigstens ein Baguette. Und aus dem heraus habe ich einfach gesagt, okay, ich will Unabhängigkeit sein. Ja, aber ich beobachte jetzt... Aber er sieht nicht ausgehungert aus. Aber er war schon schlanker, gell? Die Zeiten haben sich auch geändert. Du, aber ganz kurz noch, da denkt sich jetzt die Sissi, Männer haben es schon noch leichter, gell? Ich denke mir das die ganze Zeit, schon, ne? Ja, weil ich denke mir, den Weg, was man sich da zurechtlegt, dass man, okay, ja, gehe ich... Weil du kannst zum Beispiel, wann bist du Vater geworden, Hausi? Wie alt warst du beim ersten Kind? Ich war 27. Na, das ist doch relativ jung. Ich bin 32. Ich weiß. Der Punkt ist nur, du kannst dir trotzdem noch 20 Jahre Zeit lassen, theoretisch, bis du Vater wirst. Bei uns Frauen tickt halt die Uhr. Ja, nein, es ist auch da die Frage wahrscheinlich, was man sich für einen Partner nimmt, aussucht. Wir sehen ja anhand den Scheidungsraten, die wir haben, die... Aber ich sag das deswegen, weil wenn man als Mann Karriere macht, muss man nicht unbedingt denken, warte mal, wenn ich jetzt Familie will, ja, dann muss ich jetzt irgendwann, weil die Zeit läuft mir davon. Wie der Hausi gesagt hat, da muss ich halt kalkulieren. Zuerst Karriere, dann Kinder oder Kinder gleich und dann halt, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, durchstarten. Oder man bleibt einfach bei den Kindern. Das sagt mein nächster Gast, die Monika, die plädiert eben dafür, als Frau auf die Karriere ganz einfach zu verzichten. Hier ist die Monika. Hallo. Monika, hast du Kinder? Ja, du hast ein Kind. Ja, eine Tochter, ja. Okay, Mütter sollten bei den Kindern bleiben und keine Karriere machen. Naja, das, was uns als Karriere verkauft wird, ist nicht wirklich eine Karriere, sondern die Mütter werden ja heute gezwungen in Arbeitsprozess und haben dann keine Zeit für die Kinder. Das ist das Ganze. Also wenn eine Frau zu Hause ist und Mutter ist, das wird nicht honoriert oder wird nicht von der Gesellschaft nicht hoch angesehen, aber eine Pädagogin im Kindergarten, also das ist sehr wohl angesehen von der Gesellschaft. Und da läuft halt einiges schief in unserer Gesellschaft. Also das siehst du schon auch so schwarz-weiß. Männer können eher Karriere machen als Frauen. Schon, ja, stimmt. Ja. Kinder sind sicherlich immer ein Punkt, wo ich sage, es ist sicher um einiges schwieriger. Ja, Hause. Die Männer haben auch mehr Möglichkeiten. Haben sie das? Ich habe mehr, weil ein Mann kann mehr, also auf den Baustellen. Ich sehe nicht, dass eine Frau mauert.
auf der Baustelle, das sehe ich auch nicht. Es gibt ganz wenige, die sich das antun, aber ja. Ja, es gibt wenig. Der Mann ist einfach auch stärker gebaut. Aber es gibt genügend andere Richtungen, wo ich mich ja als Frau ausstrecken kann. Es ist ja sicherlich eine Frau wesentlich empfindlicher wie ein Mann. Weil ich sage einmal, grundsätzlich der Körper einer Frau, dass alles das möglich ist, Kinder auf die Welt zu bringen, eine starke Kraft zu Hause zu sein und darüber hinaus, ist ein Wunder. Ja, also für mich ist eine Frau grundsätzlich ein Wunder, dass das geht. Und dementsprechend, weil es einfach diese vielen Facetten gibt, Entschuldigung, ist ja wesentlich anfälliger für Krankheiten. Eine Frau hat ihre Tage und darüber hinaus viele andere Dinge. Deswegen ist es natürlich dann, wenn ich so einen Wahnsinnigen habe als Mitarbeiter, wie ich jetzt, der keinen einzigen Tag in seinem Leben im Krankenstand war, weil er einfach seit 12 Uhr Augen hat und natürlich die andere Rahmenbedingungen vorfindet, ist es natürlich leichter, wie wenn ich in einen anderen Körper stecke. Das ist sicherlich so. Monika ist aus dem System ausgestiegen. Was heißt das? Ich habe der Firma Republik Österreich einen Brief gesendet. Der Republik Österreich? Der Firma Republik Österreich, richtig. Und habe ihr meine Souveränität erklärt. Dass ich mich in Zukunft... Also sozusagen eine Free Woman oder Free Man Erklärung. Dass ich mich von der Firma Republik Österreich, das ja nur meine Firma ist, nicht verwalten lasse und mich selbst verwalte. Heißt für dich was? Du musst keine Steuern zahlen? Nein, ein souveräner Mensch lebt im Naturrecht und im Völkerrecht und ist dem Staat gegenüber immun. Okay? Weil der Staat Österreich ist ja kein Staat, ist nur ein Unternehmen. Und ein Unternehmen kann keine lebenden Menschen verwalten, sondern aber nur auch das juristische Personen, sozusagen eine Handelsware, die ja quasi mit unserer Geburtsurkunde, diese Rechtspersönlichkeit, die mit unserer Geburtsurkunde geschaffen wird. So. Das heißt ja, dass man keine Steuern zahlt, oder wie funktioniert das? Also, ich glaube... Genau, jede Steuer widerspricht seit fast 100 Jahren dem Völkerrecht. Aber das haben Sie erfunden, ne? Das hat Sie erfunden. Das habe ich noch nie gehört. Mhm. Also das habe ich noch nie gehört. Ja, heißt aber, dass wenn du ins Spital kommst, musst du dir selber zahlen. Ja, es ist genau das Thema. Und zwar ein Staat, gell, ist eine Einrichtung, die nur den Menschen zu dienen hat. Dieser Staat hat für Wohnung, für Kleidung, für Essen, für Nahrung und für meine Lebenskosten eigentlich aufzukommen. Deswegen hat der Mensch... Aber woher soll der Staat dann das Geld nehmen, um das alles zu bauen? Genau, es ist genug Geld da. Es ist nur eine Frage der Verteilung. Es wird nur falsch verteilt. Das ist das ganze Problem, was wir haben. Geld ist genug da. Und wer hat die Krankenhäuser bezahlt? Natürlich die Menschen in diesem Land. Und wenn dann einer von uns krank wird, soll es ja selbstverständlich sein, dass einer von uns dorthin gehen kann und sich gesund pflegen kann. Aber wer zahlt das? Ja. Der Staat. Aber der muss ja... Muss ja das Kapital, wo es dort ist, muss ja irgendwie... Wenn jeder Mensch so denken würde wie Sie, dann wären wir dann wo? Genau. Dann wären wir ein Armenhaus. Nein, das stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht. Nein. Jeder Mensch, gell, der auf die Erde kommt, also sag einmal, also ganz oben, gell, steht der Schöpfer. Der das Ganze geschaffen hat. Ja, und der Mensch untersteht nur dem Schöpfer. Mhm. Und irgendwann hat der Mensch dann einen Staat kreiert, damit das auch für alle Menschen im gleichen Maße gesorgt ist. Dass alle Menschen gut gehen dürfen in diesem Staat. Ja, und jeder Mensch hat einen unendlichen Wert. Weil der einzige Wert, den dieses Land hat, sind die Menschen. Weil die arbeiten, die kreieren, die erfinden, die schaffen. Der Wert kommt nur von den Menschen. Das Blattl Papier. Also da macht aber keiner Karriere. Da macht aber keiner Karriere dann in dem System. Nein, aber das Blattl Papier, was wir da haben, das hat keinen Wert. Weil das Papier wird nur aus dem Nichts geschaffen. Es gibt ist so. Also ich glaub einmal grundsätzlich, dass wir alle was hackeln müssen, damit wir das System am Leben halten. Also so funktioniert das Ganze einmal an. Ja.
dass das Ganze. Entschuldigung, nur kurz. Wir müssen alle was, leisten. Die steuerlichen Problematiken, die wir haben, indem sich Konzerne Dinge herausnehmen auf irgendwelche Inseln, wo nichts versteuert wird, etc., dass das irgendwann einmal geändert werden muss, ist zweifelsfrei. Mhm. Weil, sag einmal, meine Milchbubenrechnung ist vielleicht ein bisschen falsch. Das wird mir eventuell irgendein Politologe anders erzählen. Aber im Grunde genommen wird bei uns Arbeit mit 50% besteuert. Und darüber hinaus zahlen wir noch, wenn ich kein Unternehmen habe, ich bin ja Angestellter und habe mein eigenes Unternehmen auch noch, 20% Mehrwertsteuer. Also werde ich eigentlich mit 70%, wenn ich es jetzt einfach so drüber habe, besteuert. Und wenn mir dann 30% von meiner Arbeitsleistung bleibt, ist das irre. Dass das geändert wird, ist zweifelsfrei. Wenn wir so leben alle, das System kann nicht funktionieren, weil irgendwer muss ja was einzahlen für die Leistungen, die ich empfangen will. Wenn jeder den Freibrief hat, in Deutschland Hartz IV, bei uns arbeitslos, keine Ahnung, der geht zum AMS, der macht Weiterbildung und alle kriegen ein Konto aufs Geld, dass das nicht funktionieren kann. Ich glaube, das wird mir jeder darin bestätigen und darüber hinaus, glaube ich, ist unmöglich. Es muss jeder seinen Beitrag leisten, aber jetzt gebe ich zahlst dir weiter, du, weil du bist schon so unmöglich. Dieses System kann natürlich nicht so funktionieren, weil das System dann nämlich zusammenbrechen würde. Warte, bevor wir jetzt zu lange lassen, wir den Hause noch aber antworten. Aber wo was und leben dann Sie dann jetzt? Ich helfe jetzt Menschen, die Probleme haben mit der Firma Republik Österreich und mit dem System, dass sie eben ihre Probleme damit lösen. Und die Leute bezahlen sie? Sie müssen ja auch leben. Ja, ich lebe von Spenden. Von Spenden, ja gut, okay. Das Geld muss ja von irgendwo herkommen. Man kann nur spenden, wenn man Geld hat. Gut, also an Karriere in dem Sinn denkst du jetzt nicht, Monika. Nein, man kann ja nur spenden, wenn man Geld hat. Nein, das ist so. Ja, genau, das wollte ich eigentlich vorher fertig erklären. Und zwar, das Geld wird jetzt aus dem Nichts erschaffen. Das heißt, es gibt eine private Organisation, die druckt das Geld aus dem Nichts. Und der einzige Wert hinter diesem Geld sind wir Menschen, mit dem das rückversichert wird. Das Ganze. Und ein Staat, jeder Staat kann seine eigene Währung drucken. Genau aus dem Nichts, so wie es jetzt auch gemacht wird auf dieser Welt. Wird denn nicht als Nichts, weil du musst es ja einen Gegenwert dazu geben. Es kann nicht einer hergehen und der Geld buchen. Dann gibt es natürlich solche Instrumente wie eine Inflation etc., damit, wenn Geld in die Wirtschaft gepumpt wird, das in weiterer Folge, natürlich zahlen wir das alle. Aber ich schaue mir das an, wenn wir alle von heute auf morgen keinen Euroschein mehr einstecken, weil dann wohnen wir auch bis auf Widerruf unter der Brücke, müssen in die Gruft gehen oder sonst wohin. Muss jeder seinen Beitrag leisten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses, ich nenne es jetzt einmal Weltfrieden, Lebensmotto, jeder für jeden irgendwie hudri-wudri funktionieren kann. Das bezweifelst du, glaube ich, genauso wie ich. Genau. Also, Arbeit kommt von Labor und System, wo wir haben auf der Welt, das funktioniert. Das funktioniert. Aber wenn jeder Mensch so denken würde wie Sie, dann würde es nicht funktionieren. Wir sind alle im Armenhaus, aber alle im Armenhaus, gell? Wir im Armenhaus, voilà. Wir sind da auf diese Welt gekommen, auch was zu leisten. Genau. Ja, das heißt ja nicht, dass die Menschen aber wenn sie von Spenden leben, tun. Von Spenden leben, das finde ich. Also, das sagt ja keiner, aber mich aus dem, ich nenne dieses Modell jetzt, ich melde mich aus dem Topf ab. Ja, ich zahle nichts ein. Ja. Ich warte darauf, dass mir irgendwer was gibt, weil ich muss mir ja von irgendwas mein Brotteil kaufen. Das kann nicht funktionieren. Aber die Überleitung Umleitung dieses Themas in was anderes. Genau, weißt du, vielleicht war dieses Karriere machen wollen und arbeiten früher, so bei deinen Großeltern zu Hause, anders als die jungen Menschen von heute. Ich möchte noch den letzten Gast dazu holen, weil mein Vater zum Beispiel, der kann keine Ruhe geben, der ist in Pension und arbeitet immer noch. Der arbeitet, der findet Arbeit. Und ich glaube, so ähnlicher Typ ist auch der Robert, der ist 88 und ist da. Eine Kindheitstrauma hat der von einer Yacht und die hat er sich auch gekauft. Hier ist der Robert. Bravo.
Robert, du hast es geschafft, vom Kfz-Lehrling zum Importeur von Traktoren. Ja. Wie viele Traktoren hast du verkauft? 1200. 1200, das ist schon eine Leistung. Wann war denn das? In den 60er Jahren. Mhm. Das war die Industrialisierung der Landwirtschaft hat begonnen. Die Hauer haben kleine Motorhaken gekauft, kleine Traktoren gekauft. Ja. Und das war mein Glück. Welche Voraussetzungen braucht man denn für eine Karriere? Also, um Karriere zu machen, braucht man einmal Mut, Intelligenz und Können. Mhm. Ohne dem geht nichts. Und ein bisschen Glück. Na, Glück gehört auch dazu, das ist klar. Wieder, ja. Und man sagt immer, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau. Ja, sie war im Büro, war Büroleiterin. Wir haben nur eine kleine Firma gehabt, aber sie ist dann gewachsen, nicht? Durch den Import der Traktoren. Das war nicht so einfach. Haben wir mal 5 Traktoren in Verona bestellt auf der Messe, wie ich den gesehen habe, habe ich gewusst, das ist genau der Traktor, den ich brauche. Weil es gab ja eine Firma, eine deutsche Firma, die war herrschend über den ganzen Bereich der Landwirtschaft. Und der Traktor war ein italienischer Traktor und den habe ich dort gesehen. Da bin ich hineingegangen und habe gesagt, hätte halt gern die Generalvertretung für den Traktor. Hat er gesagt, na, so geht das nicht. Ja, bestellen Sie einmal 5 Traktoren und dann schauen wir weiter. Dann habe ich die 5 Traktoren bestellt und 8 Tage später kamen die 2 Herren zu mir ins Büro und da sind wir in ein Hotel gegangen, essen, weil bei den Italienern wird ja alles beim An Essen Tisch, besprochen. Ja. Und da haben sie gesagt, ja, mit 5 Traktoren herat geht das nicht, da müssen sie schon mehr bestellen. Sag ich, wie viel? Sagt er, 20. Boah, sag ich, hören Sie, ich habe 40.000 am Soll, mit was soll ich das bezahlen? Na, so, das ist ihr Problem. Und da habe ich aber Glück gehabt, dass meine Frau einen Onkel hatte, der ist uns für einen Kredit gut gestanden und so begann eigentlich alles. Du, und wie war die erste Yacht oder wie war das, als du die Yacht die gekauft hast? Ich habe halt alles zusammengelegt, nicht fortgegangen, nur gespart auf die Yacht. Das war eine 11-Meter-Yacht, hat gekostet 1,8 Millionen. Ja. Die haben wir dann getauft, Lady Mary. Ja, weil, warum? Weil deine Frau hat Mary geheißen, gell? Ja, genau, sie hat auch das Patent gehabt, so wie ich. Mhm. Ich habe auf der Donau noch immer ein kleines Boot, ein Siri. Ja, und zum Wasserskifahren. 88 Jahre und tut Wasserskifahren. Immer noch. Ich spiele in der Woche 2-mal Tennis. So, da sind 2 Sportler auf der Donau. 2-mal Tennis. Und ja. Skifahren tue ich auch gut. Ich bin 8 Jahre in der 1er Gruppe in Lech gefahren. Bravo, Lech, Albert. Beim Huber Albert. Das ist ja bravo. Schau, bitte. Ja. Kann man ja. Du, und jetzt bist du Single. Ja, jetzt bin ich Single. Und du bist zu haben. Ja, ich bin zum Haben. Ja, ich habe eine kleine Gruppe gegründet und da sitzt er ja. Ja, ich sehe ihn. Das ist einer von 3 Musketieren. Einer von 3 Musketieren, ja, die haben wir gegründet, weil wir sind jeden Tag zum Heurigen gegangen, essen, Abendessen und was trinken. Und da habe ich gesagt, jetzt gründen wir die Musketiere. Und da habe ich in der Zeitung einen Inserat aufgegeben. Herren vorgeschrittenen Alters, 70 plus, suchen lebenslustige Damen, die ihr Leben nicht verbrissen, sondern mit uns genießen. Dame. Warte mal. Aber ich möchte bitte 70 plus. Ja. Schau, wie sie sich jünger machen. Ja, da habe ich mein Telefon dazu geschrieben. Ja. Auch unter der Devise, 3 Männer stehen dir zur Wahl, einen findest du allemal. Ja, das Inserat war in der Zeitung, am selben Tag hat es geklingelt.
Ich hebe auf, war eine Dame drauf, hat gesagt, bin ich der richtig bei den Musketieren? Habe ich gesagt, ja, ich bin der D'Artagnan. Sehr lustig. Sehr lustig. Aber du bist immer noch zu haben, ja? Also ja, dort ist ja dem nichts. Gesagt, von wo bist du? Hat gesagt, von Spiez. Das ist zu weit. Das ist zu, wo bist du? Warte, das ist wichtig. Ich bin von Spiez. Du bist eh von Spiez. Ja. Na und? Naja. Du hast sie gekannt. Sie war nicht mein Fall und ich nicht der ihre. Hat sie beim Wasserschiff wohl nicht so brilliert? Herr, nein. Aber Robert, ich meine, das Glück, dass du eine Anzeige aufgibst und dann ruft die auch noch an aus demselben Ort, also das muss man schon... Ja, ich habe ungefähr 15 Damen angerufen. Ja, der zweite Musketier ist ja auch fortgegangen mit einigen, ja. Aber hat man euch dann im Dreierpack, also kriegt man dann alle drei auf einmal schon nur an, ne? Ja, was das Problem ist bei mir... Alle sagen, ja, schön, aber ich will keinen Versorgungsmann haben. Ja, das heißt, ich bin zu alt. Dabei ja. Bist du fitter 20 als... Jahre sind zu viel, hat mir einer gesagt am Telefon. Sag ich, ja, drehen wir es einmal um. Jetzt schauen wir mal, was du alles kannst und was ich kann. Und dann gehst mit mir mal Tennis spielen. Bravo, bravo. Bravo. Warte, eine Frage stelle ich dir noch. Ja, bitte. Kann jeder Karriere machen? Wenn er den Mut hat und die Intelligenz hat und das Können hat, dann schon. Und Glück wahrscheinlich, ne? Ja, Glück gehört auch dazu. Man muss das Glück jagen. Man muss das Glück hinterherjagen. Mhm. Dann hat man Erfolg. Und wir in Wien sagen immer, das Glück ist ein Vogel. Ah, und immer noch ein Spruch gibt es. Ohne Fleiß... Keinen Preis. Ist das ein schönes Schlusswort, meine Lieben? Dankeschön. Danke. Vielleicht haben wir ein bisschen Guster machen können, Ihnen, die Sie vielleicht Karriere machen wollen. Aber meine Damen, möglicherweise, wenn Sie schon Karriere gemacht haben und die Liebe noch auf Sie wartet, Robert ist zu haben und sein Musketier und noch ein Dritter. Also anrufen. Servus. Sie halten nichts von selbstloser Liebe, denn Sie wissen, Egoismus ist die Basis einer guten Beziehung. Rufen Sie gleich an und talken Sie mit 0900 91 00 98.